Hallo und herzlich willkommen hier. Weitere Folge hier in Thüringen. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Freitag. Ist ja soweit. Und morgen gibt es ja einen neuen Livestream, wenn alles klappt und nichts dazwischen kommt. So zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, je nachdem, wie ich fertig bin. Und munter vom Schlafen. Ich habe ja dann Spätschicht gehabt. Am Freitag, nicht am Samstag, aber am Freitag. Da könnte es durchaus sein, dass ich ein bisschen später dran bin. Aber ich weiß nicht genau. Natürlich hoffe ich, dass ich da natürlich nicht zu spät dran bin. Oh, ich kriege Nebel. Der Regen ist vorbei und Gewitter und Nebel. Immer nicht schlecht. Ja, die Ballen wollen gesammelt werden und die Ballenpresse arbeitet nach wie vor. Das bedeutet, dass wir nächste Woche erstmal sammeln müssen, ne? Dann kalken. Muss ich schauen. Einer sind bei 70%, also 71%, und die anderen sind zwei sind ziemlich leer. Dennis fehlt mal das Hit. 7.5. Kommt er dann dazu jetzt die Zeit? Die Kinder sind bestimmt im Bett. Man läuft nichts im Fernsehen. Im Fernsehen läuft sowieso nichts. Also so ganz, ganz sicher, dass das Fernsehen nicht läuft. Also aktuell, die Ballenpresse hatte vorhin 147. Wir müssen hier 10 noch zurechnen, haben 157. Die ist noch bei. Also kommt mal zusammen. Bestimmt um die 300 Stück. Die wir dann ja gleich über ein neues Spielstand beginnen. Entsprechend. Gut schreiben werden. Das wird zwar ein großer Haufen werden, aber wenn das gut klappt, kriegen wir den ins Ballenlager eingebracht. Vielleicht können wir auch über ein Ballenlager bauen, mal sehen. Das ist ein bisschen hübscher, ein bisschen auch schon jetzt am Ballenlose rumliegen. Das hat natürlich für das System nicht gerade hilfreich, ne? Aber ein paar Dinger machen mir nichts aus. Ja, die BGA arbeitet sehr schnell. Komme ich kaum hinterher. Aber gut. Was will der 400 denn haben? Die Lageballen haben wir nicht. Irgendwie mit Abladen klappt auch nicht so, wie wir sollen. Die Dinger fliegen durch die Gegend. Ist ja auch nicht normal. Ich will es alle. Kommt so nix. Aber hier kann mir keiner helfen. Erst ist mein Server schon lange deaktiviert. Zweitens, wenn niemand sagt, er will kurzfristig mitmachen, muss ich enttäuschen. Die Mods entsprechend weiterzugeben. Wäre erlaubt, aber nicht machbar über den Surfer und so. Wäre das einfachste, wie gesagt. Der Arbeitsaufwand wäre mir zu groß. Da muss schon jemand so viel Vertrauen haben, wo ich sage, ich will das tun. Also im Grunde aktiv sein.
im Chat zum Beispiel, Livestream oder auch aktiv Kommentarfunktion. Ja, bisher hat es hier nicht geklappt, die alle durcheinander geflogen. Aber mal schauen, jetzt klappt. Hier. Kippte ganz aus nichts. Der kippt einfach aus nichts um. Ich hab nichts gemacht. Und hier sind noch bestimmt noch ein paar Ballen unsichtbar. Ich weiß es nicht. Das kann auch passieren. Jetzt theoretisch die Ballen, die jetzt noch. Die sind normalerweise raus. Können ja versuchen, mal bei Elgrad die Ballen rauszusuchen, die noch im Ding zu machen. Das. So, was wollte ich machen? Achso, die Gülle und Dings wollte ich gefahren. Machen wir erstmal die Gülle. Oder erst den Mist. Letzte erste Visage einkippen. Dürfte alles reingehen. Nee, darf nicht. Oder er probiert was aus. Also man kann ja nicht sehen. Soll auch nicht so sein normalerweise. Grüße gehen raus. Obwohl er schaut bei mir, glaube ich, nicht. Nicht sein Thema. Ja, letztes hatte ich mal versucht zu überzeugen, aber hat nicht geklappt. Er ist so eher der Diablo-Typ und Barkraft. Oder wie sie heißt da. Aber das ist mir zu langweilig. Auf Dauer. Den Mist haben wir gar nicht. Müsste man den Kühen mal Stroh geben, ne? Was geht daran? Wieso ist das da alles so ein Berg? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Die Heuballen sind noch ganz okay. Und der Rest. Ups. Lang genug. Ja, jo. Mist wir auch drin. Wenn man so fest mit einer hohen Geschwindigkeit spielen, haben sie tun mit der BGH. So. Ja, da hätten die mal kommen. Da kommen wir nicht vorbei. Aber es geht vorwärts. Pure Energie. Und theoretisch einen großen Stall haben mit Fütterautomat. Tiere passen rein.
kriegst aber nicht versorgt. Oder man muss mit wirklich mit vielen Tagen spielen. Eine Kuh kriegst ja noch schnell versorgt und Schubkarl, Grasmähen und versorgen. Wenn die Wiese dicht bei ist, müssen wir da halt schon direkt mal durch mit ausmisten. Für eine Kuh. Oder sogar schneller sogar. Ist ja nichts Besonderes, wenn das Gras hoch ist, machst du Schubkarre schnell voll. Blockiert. Kümmern wir uns gleich drum. Ja, hier bist du auch fertig, ne? So, jetzt fangen wir von vorne an, Torgewende. Ein paar Runden muss er noch fahren. Ist da die BGH? Ne, das ist jetzt also die Mühle. Wir wollen nach vorne anfangen. Die Ballen haben aktuell gepresst. Insgesamt. Da steht 177, muss man noch 10 dazu rechnen. Wer noch nicht weiß, ich hatte die ersten 10 mit der anderen Presse probiert. Und immer nicht weiter gearbeitet. Deswegen ist das ja abgebrochen, kann man sagen, ne? So, noch eine Runde. Nachgewendet sozusagen. Wo ist das andere Fahrzeug? Da. Ja, wenn da die Ballen so, wollen wir einen anderen Platz suchen. Wo? Reparieren, ne? Will ich dauern, ne? Weiß ja nicht. Der Traktor tut weh. 11.000, das tut weh. Und dann denken, wie lange ich arbeiten muss, um 11.000 gespart zu haben. Das Verdienen ist das eine, aber die Ausgaben hast du ja gleich wieder weg. Wenn er sich wirklich nichts gönnen würde, wirklich nichts gönnen würde. Ein Jahr wird nichts, da wird nichts. Zwei Jahre. Ganz grob gerechnet. Jahre, ja, doch. Aber wie gesagt, man darf sich ja nichts gönnen, ne? Also keine extra Spielchen. Also weiß ich, im Stuhl oder sowas oder irgendwas man braucht. Neuer Monitor zum Beispiel. Vielleicht baue ich ein ganzes System hier am Montag um. Mal schauen. Ein bisschen Aufwand. Was hinkriege, ob ich Lust dazu habe, ist eine entscheidende Frage. Und das ist die Vorbereitung für einen neuen Monitor, weil der ist noch ein bisschen weit weg. Muss nur sparen. Vielleicht vom Urlaubsgeld mal sehen. Ah ja, dann ist er doch weg. Da sagt wieder eine Stimme zu mir: Nein. Und die Daten nochmal angucken, ob das sich wirklich lohnen würde.
kann kaufen, das interessiert mich ein bisschen. Aber so ein Monitor mit 100, mit 57 Zoll und das wiederum würde ich nicht haben. Das ist mir zu. Zu groß. Also. Weil im Grunde dort links und rechts wäre ja aber YouTube nicht zu sehen, ne? Bunker ist Semi-Hermity, das ist gut. Okay, dann haben wir ein bisschen was an Reserve. Das war halt der Tag bis morgen gerettet. Zwei kommen noch, also die sind noch ziemlich voll. Ich könnte auch zur Not den großen Sammelwagen nehmen, ne? Von Google. Autoload. Der würde aber wieder schaffen. Aber für die BGA zu tun, BGA hat man das schon zu tun, also das ist schon gewaltig. Jedenfalls können wir noch kurz kalken hier. Düngen brauchen wir nicht. Brand jetzt. Sehr gut vorgesorgt. So, ob die wieder so bin. Ich werde hier mal einfach hier so gar nicht groß reinfahren. Doch mal so einstellen. Die 5 haben wir noch, ne, die da rumliegen, ne? Dass wir ne, da ist irgendwas, ist hier Paul. War gewaltig. Ich weiß nicht was. Sammelwagen. Kann ich nicht vorstellen. Karte auch nicht. Ich habe schon da ein paar Ladungen abgeladen. Also mindestens habe ich da schon ja die gleiche Menge im Prinzip, nur Heu oder Silage, die habe ich da schon geholt und schon verarbeitet. Weil das, der Wagen habe ich auch schon mal gefahren, also da lief es immer ganz gut. Aber das ist jetzt egal. Wir werden eh bald eine neue Karte nehmen. Thüringen 2.0. Also Thüringen 3 Version 2.0. Oder 2.02 wegen ein Patch, wegen den DLC und wegen den anderen Dings da. Dings da. Komm ich drauf. Jedenfalls ein Problem, ne? Das kann sich theoretisch hier auswirken irgendwie. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal. So. Erst wollte ich den einen, der da draußen rumliegt, noch reinwerfen. Aber das hat ja keinen Sinn. Sind ja schon ein paar reingefallen, ne? So, Zuschauer. So, liebe Zuschauer, das soll schon für heute gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank, was Sie reinschauen. Ja, ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.